Moderne Fenster und Türen sind technisch anspruchsvolle, multifunktionale Bauprodukte, die vielen Einwirkungen wie zum Beispiel Regen, Sturm, Kälte und Hitze widerstehen müssen. Hinzu kommen auch mechanische Belastungen, beispielsweise bei einem Einbruchversuch oder durch Absturzrisiko bei bodentiefen Verglasungen. Dass Fenster über viele Jahre funktionstüchtig bleiben, ist nur mit einer professionellen und fachgerechten Montage möglich. Gutachten des IFT Rosenheim zeigen, dass bei Fenstern und Türen ein Großteil der Bauschäden und Reklamationen durch eine schlechte Montage entstehen. Die Planung und Ausführung der Montage mit Befestigung, Dämmung und Abdichtung hat deshalb eine große Bedeutung für die Funktion und Langlebigkeit des Fensters und damit auch des gesamten Gebäudes. Hierfür braucht man qualifizierte Monteure, gutes Material und Zeit. All das hat seinen Preis. Das wird bei der Planung und Ausschreibung jedoch oft vergessen. Wer in erster Linie nach den Kosten auswählt, muss unter Umständen Abstriche bei der Ausführung hinnehmen. Eine fachgerechte Montage setzt zwingend eine anforderungsgerechte Planung und Ausschreibung durch den Architekten voraus. Hierzu zählen allgemeine Angaben zum Gebäude, also zu Wandmaterial, Einbaulage und Einbauhöhe mit entsprechenden Regeldetails. Aber auch besondere Eigenschaften wie Absturzsicherheit, Einbruchhemmung oder Schallschutz müssen konkret benannt werden. Weiterhin sollten in der Ausschreibung auch die gewünschte Befestigungsart und die auszuführende Abdichtungsvariante genannt werden. Hierbei hilft der kostenlose IFT-Montageplaner. Nur anhand konkreter Vorgaben des Planers kann der Montagebetrieb ordentlich kalkulieren und eine zum Bauvorhaben passende Werkstatt- und Montageplanung durchführen. Eine sorgfältige Planung und Ausschreibung ist die Grundlage für eine reibungslose, fachgerechte und wirtschaftliche Montage. Auch die Montagefachkräfte nutzen für die Planung den IFT-Montageplaner. Die Werkstatt- und Montageplanung des Montagebetriebs muss dem Architekten vor der Umsetzung zur Freigabe vorgelegt werden. Der IFT-Montagepass dient gleich auch als Checkliste für die Monteure auf der Baustelle. Wer ohne geplante Montagedetails auf der Baustelle arbeitet, kann keine Qualität erbringen. Auf der Baustelle läuft es aber oft nicht so wie geplant. Kompetente Montagefirmen entwickeln dann in Absprache mit dem Bauherren und dem Architekten eine angepasste Ausführung, die statisch und bauphysikalisch korrekt ist. Insbesondere bei den Gewerkeschnittstellen, zum Beispiel zum Wärmedämmverbundsystem oder bei Schwellen von Haus-, Terrassen- und Balkontüren zur Bauwerksabdichtung, ist die Planung und Koordination im Vorfeld entscheidend. Diese Aufgaben dürfen nicht dem ausführenden Handwerker vor Ort überlassen werden. Die Änderungen müssen von der Montagefachkraft geplant und mit den Monteuren auf der Baustelle besprochen werden. Bereits kleine Mängel wie eine unsachgemäße Abdichtung oder Befestigung führen schnell zu teuren Schäden am Fenster oder Gebäude. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Auswahl und die fachgerechte Verarbeitung geeigneter Befestigungs- und Abdichtungssysteme. Die Eignung und Qualität der Materialien sollte nach den IFT-Richtlinien MO-01-1 für Abdichtungssysteme und MO-02-1 für Befestigungssysteme geprüft sein. Auf der Baustelle müssen die Einsatzbedingungen für die ausgewählten Materialien geprüft werden, beispielsweise Temperatur, Feuchtigkeit, Verschmutzungen, Rohbautoleranzen und Beschaffenheit der Fugenflanken. Wichtige Infos hierzu sind den technischen Datenblättern und den Verarbeitungsanweisungen der Produkte zu entnehmen. Zum Beispiel, ob das Produkt für den Wandbaustoff geeignet ist oder ob eine Untergrundvorbehandlung mit Haftvermittlern erforderlich ist. Für Rückfragen steht bei Herstellern von Qualitätsprodukten in vielen Fällen auch die technische Anwendungsberatung zur Verfügung. Die weiteren IFT-Montage-Tutorials zur Planung, Befestigung und Abdichtung zeigen anschaulich die wichtigsten Aspekte einer fachgerechten Montage, um Montagebetriebe und Monteure bei der Aus- und Weiterbildung zu unterstützen. Das IFT Rosenheim und die Rahl Gütegemeinschaft unterstützen Planer und Bauherren sowie Montagebetriebe und Monteure bei dieser anspruchsvollen Arbeit mit vielen Angeboten. Dazu gehören das Rahl Gütezeichen Montage, Eignungsprüfungen nach MO-01-1 und MO-02-1 als Voraussetzung für eine Produktzertifizierung nach QM-360, eine Zertifizierung von Montagebetrieben nach QM-352,
der Montageleitfaden, der IFT-Montageplaner, Seminare und die Weiterbildungen zum RAL-Montageverantwortlichen oder zur IFT-Montagefachkraft. Viel Spaß beim Ansehen der weiteren Videos zur fachgerechten Montageplanung und Ausführung unter www.ift-montage.de.